Warum machst du einen Ironman? Warum mache ich einen Ironman? Ich glaube, wenn du dich an eine Herausforderung dranwagst und anfängst, an der zu arbeiten, fängt gleichzeitig die Challenge auch an dir an zu arbeiten. Es schafft eigentlich wie an deinem Charakter, an deiner Willensstärke, an deiner Disziplin. Und ja, hilft dir wieder in so vielen anderen Lagen auch im Leben. Irgendwie hat es mich einfach gereizt. Ist es echt möglich, in 6 bis 8 Monaten zwei komplett neue Sportarten so von Grund auf zu lernen und können selber auch in diesem Prozess wieder mega viel dazu lernen, sich weiterzuentwickeln und das Ganze auch festhalten. Und mit dem Dokumentieren auch können anderen wieder vielleicht auch ein Vorbild sein für die Sachen, die sie machen wollen. Der Weg ist das Ziel, so dass du Freude hast an diesem Prozess. Nicht, dass du denkst, oh, jetzt jedes Training, oh, ich muss so auf die Zähne und muss mich so zusammenreissen, sondern einfach denkst, hey, das gehört jetzt einfach dazu zum Prozess. Und irgendwann ist, das merke ich auch immer, das kommt bei mir immer, sobald ich mich entschlossen habe, etwas zu machen, macht es einfach Spass. Was hast du das Gefühl, bringt dir im Leben am meisten? Ich glaube, meine Family, meine Freunde und sich von Zeit zu Zeit selber einen Arschkick geben, aus der Komfortzone zu gehen und einfach mal etwas probieren, was man noch nie probiert hat. Ja. Okay, der crazy epische Film-Trailer-Clip, den du gerade gesehen hast, den habe nicht ich produziert, sondern der Noel Schmid. Und ich werde euch ganz kurz Kontext geben zu dem Ganzen. Der Noel und ich, wir haben zusammen ein Projekt gemacht im Dezember, wo er mir geholfen hat zu shooten. Und er hat dort zu mir so gesagt, so, ey, von dieser ganzen Ironman-Journey müsstest du eigentlich eine richtig geile Doku machen, wo wir am Ende des Jahres im Kino schauen können. Und mit dem hat er mich definitiv so irgendwie begeistert und vor allem also mit seiner Leidenschaft. Er ist, glaube ich, einer der talentiertesten und besten Filmemacher, die ich kenne. Und irgendwie bin ich nachher auch angefixt worden von dieser ganzen Idee. Und wir haben eigentlich die letzten 1,5 Monate damit verbracht, das Ganze zum Leben zu erwecken. Wir haben mega viel behind the scenes gemacht. Das war auch immer das, wo ich so gesagt habe, hey, jetzt kommt dann irgendetwas. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, das ganze Projekt auf Beine zu stellen. Also dort wäre es vor allem auch darum gegangen, wie setzt man das Ganze um, wie finanziert man das und wie bringt man schlussendlich dann alles zusammen. Und eigentlich haben wir ziemlich jetzt genau zu dem Zeitpunkt wollen mit dem Ganzen rausgehen und das Ganze öffentlich machen, mit euch teilen. Und das Ding ist aber, nach so den letzten paar Wochen habe ich irgendwie wie ein bisschen auf die Bremse treten. Oder einfach habe so ein bisschen mich selber fragen, was sind so wirklich die Prioritäten, wo ich meine Zeit das Jahr möchte investieren. Und weil halt wirklich schon mega viel läuft, ist sowieso gewesen, so mit dem Projekt noch zusätzlich, so wie es den Noel mit mir umsetzen will, ist es einfach too much für mich. Weil ich mache noch den Ironman, ich mache die Videos, die Weekly Vlogs, dann hat so Berufsvideos, so wirklich mega coole Möglichkeiten sich ergeben haben, die jetzt dieses Jahr alle umgesetzt werden und wo halt auch, wo ich so ein bisschen den Anspruch habe, die auch besser zu machen und in einem Longform-YouTube-Format zu machen. Und so ist es wie für mich so viele verschiedene Sachen. Und ich glaube, so eine Quote, die es dort am besten trifft, if you chase 2 rabbits, you won't catch either one. Also schlussendlich ist es auch mega wichtig, sich immer ein bisschen zu fokussieren und zu priorisieren, was will man machen. Und ich habe das mit dem Noel ganz offen und ehrlich besprochen und er versteht das natürlich auch. Obwohl es natürlich wirklich ein mega geiles Projekt wäre, was sicher ein bisschen schade ist. Aber schlussendlich wird ja weiterhin die Ironman Journey hier auf YouTube dokumentieren. Aber zeitlich reicht es einfach nicht, um wirklich irgendwie noch einmal so etwas oben drauf zu legen. Und ja, ich muss jetzt ein bisschen meine Ressourcen auch einteilen, wo dass ich meine Zeit und meine Energie reinvestieren will. Aber nichtsdestotrotz, Noel, wenn du uns das Video schaust, danke dir 1000 Mal für die letzten 1,5 Monate, was wir wieder hier zusammen alles gemacht haben. Ist einfach crazy. Und danke dir auch für den
abnormal kranke Trailer. Wirklich crazy. Du bist einer von den talentiertesten Videografen, kann man das nicht nennen. Du bist einer von den talentiertesten Filmemacher, die ich kenne. Und ich bin mir sicher, früher oder später werden sich unsere Wege noch kreuzen und wir werden etwas richtig Geld auf die Beine stellen. In dem Sinn, das war der Kontext zu dem ganzen Video, das ihr jetzt gerade gesehen habt. Und jetzt kommt noch der normale Weekly Vlog von dieser Woche. The grass isn't greener on the other side, it's greener where you water it. Herzlich willkommen zu der Trainingswoche Nummer 14 schon. 14 von 34 Wochen, crazy. Diese Woche wird wieder Vollgas geben. Ich habe gestern noch meinen letzten Restday genossen und habe gegen Rebecca verloren im Doodly-Doo. Also wir haben Montagabend und wir spielen Doodly-Doo. Doodly-Doo. Star. Und heute Morgen steht wieder Schwimmtraining an. So sieht das Training von heute aus. 15x75. Und hinter mir im Hallenbad sieht es so aus, als wäre immer noch das ein Schwimmspielteil drin im Wasser. Ich bin gespannt, wie es wird. Ob man irgendwie auf der Bahn dort kann überhaupt schwimmen. Aber ich hoffe es. Ich weiß nicht, vielleicht ist es wie Ferien. Ist es im Wasser? Ich weiß es nicht. Anyways, let's go to work. Ich habe gefragt, ob wir Ferien sind. Ich sitze die ganze Woche hier. Und der Mathe ist heute auch hier. Aber ich trainiere jetzt zuerst mal. 4x200 schwimmen. Wie ist bis jetzt so mein Fortschritt, seit ich angefangen habe zu kraulen? Sehr gut. Hey. Du hast mega richtig gute Fortschritte gemacht. Du bist sehr schnell geworden. Die Technik ist viel besser. Für was war das am Schluss Tauchen? Gewesen? Am Schluss haben wir zweimal 25 Meter getaucht. Plus ja, genau. Sprint, oder? Ich wollte dir einfach schliessen. Okay. Das war gerade der Mathe, by the way. Das ist er, der mir immer die Trainings macht und mich schon seit Anfang an unterstützt. Und es ist so lustig, jedes Mal, wenn er da ist, dann habe ich einfach erstens habe ich doppelt so viel Freude, um zu trainieren. Und zweitens möchte ich ihm immer zeigen, wie gut mein Fortschritt schon ist, seit er mir Tipps gibt und mich mit seinen Trainings unterstützt. Accountability macht Spass, wenn du so Leute hast. Das ist krass. Cute. Ich dich auch, Schatz. Schwimmen ist irgendwie so ein extremer Sport. Ich habe das Gefühl, wenn man sich dort pusht, dann fühlt sich jedes Mal im Training an, als würde man irgendwie gerade ertrinken. Jetzt geht dann wieder gerade die Sonne auf. Und morgen ist Valentinstag. Jetzt haben sie eine Kamera abgedruckt in meinem Gesicht. Ja. Ich habe mir ein neues Buch bestellt. Das andere Buch von Jonas Deichmann. Das Limit bin nur ich. Haben wir jetzt auch noch geholt. Rebecca hat mich schon ausgelacht, weil ich jetzt das Buch auch noch bestellt habe. Die atemberaubenden Geschichten des deutschen Forrest Gump. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich manchmal huckt bin von ein paar Sachen oder von Personen, dann ziehe ich mir alle ihre Podcasts rein, alle ihre Bücher und werde einfach alles darüber erfahren. Und ich glaube, das Buch ist genauso geil wie das andere. So geil, ey. Ich freue mich hure. Wir haben jetzt 11:30 Uhr, morgen ist Valentinstag. Das heisst, ich gehe jetzt noch ganz kurz groß einkaufen. Weil normalerweise haben wir nicht irgendwie so, dass wir uns am Valentinstag irgendwie gross etwas schenken. Aber ich weiss, dass Rebecca mega gerne weisse Rosen hat. Die Gescheiden machen eben das schon einen Tag vorher. Weil wenn du morgen gehst, kannst du davon ausgehen, dass du irgendwie etwa eine halbe Stunde anstehen musst. Ich gehe die Strecke am Flughafen. Ich gehe zweimal so auf und wieder zurückgefahren. Ich bin einfach ein bisschen üben, in dieser Aero-Position hier zu sein, weil ich bin brutal, brutal ungewohnt. Aber ich muss sagen, jetzt nach einem Zeitchen wird es schon ein bisschen besser. Aber ich merke, ich habe noch recht Schmerzen hier unten am Ellbogen, weil ich mir noch überhaupt noch nicht gewöhnt bin, so zu fahren. Aber langsam wird es los, ein bisschen besser. Langsam. Aber wirklich nur langsam. Aber richtig geil gerade. Das ist die Strecke, wo ich auf und runter gefahren bin. Und so schön sieht es hier in Luzern aus. Und hier rechts ist der Militärflugplatz. Und hier rechts ist der Sonnenuntergang. Und noch eins weiter rechts. Hier habe ich mal die Aufnahme gemacht, wo ich den April-Scherz-Video gemacht habe, einen Tag im Weltall. Wenn ihr euch genau daran erinnert.
Person direkt vorbeiflitzen gesehen. Das war nicht sie. Okay, guten Morgen. Wir haben Mittwoch, es ist 6:30 am Morgen. Ich muss zuerst etwas erklären, warum ich mir jetzt am Anlegen bin. Also am 17. Mai dieses Jahr darf ich auch wieder Business schmieden. Das ist ein Event für Business, Persönlichkeitsentwicklung und Motivation und so Themen. Ich darf einen Talk halten. Und der Adi Lang von der Business Schmiede hilft mir dabei, meinen neuen Talk zusammenzustellen. Und ich gehe heute zu ihm. Wir machen das vor Ort in Sursee. Und ich hatte die geniale Idee gehabt. Ich kann ja mit dem Velo gehen. Und darum fahre ich jetzt heute Morgen auf Sursee. Es geht, glaube ich, etwa, ich kann die Distanz nicht einschätzen, es sind, glaube ich, etwa 20 Kilometer ein Weg. Ich bin jetzt sicher genug früh aufgestanden, fahre auch genug früh los, dass ich sicher genug früh dort bin. Ich habe leider mit in den Rucksack genommen. Ich hoffe, für Adi ist es okay. Aber heute ist anyways noch ein voller Tag. Ich habe nachher noch etwas ganz Spezielles, was ich heute mache. Und am Abend, und ganz am Abend, ist dann noch Gym. Aber dann habe ich eigentlich schon wie eine kleine Session gemacht. Eine kleine Velo-Session. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich mitnehme, also Kleider, Notizbuch und Kamera. Und aus dem Grund nehme ich den Rucksack mit. Ich weiss nicht, ob das ein absolutes No-Go ist auf dem Rennvelo. Aber ist ja auch gut. Ein bisschen Ballast. Also, für das Training. Stefan hat sicher Freude, wenn er das sieht. He? Ballast auf dem Velo noch. Etwas, was ich übrigens auch gestern nicht herausgefunden habe, was ich gestern unbedingt wollte wechseln. Ich habe von diesen Shimano-Brillen, die ich hier habe, ich noch so ein Ersatzglas bekommen. So ein durchsichtiges. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das hier rausnimmt. Ohne, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich das Glas komplett kaputt mache. Aber ich nehme an, irgendwo kann man es ausklicken. Aber ich habe noch nie herausgefunden, wo. Also falls irgendwo ein Genius hat, wo weiss ich, dass es funktioniert, schickt mir gerne ein Video auf Instagram. Danke. Okay, let's go. Okay, ich bin immer noch unterwegs. Bin jetzt aber dann bald in Sursee. Ich fühle mich heute wie die Person. Ich glaube, dieses Geschäft hat genau so eine Person. Ich jeden Tag mit dem Velo arbeiten. Am Morgen früh, egal bei welchem Wetter. Jedes Geschäft hat doch so eine Person. Und heute habe ich ihn genau wie dir gefühlt. Aber es ist noch geil. Ich muss echt sagen, es ist noch geil. Okay, ich bin glaube jetzt in der Hälfte. Also fast 7 Kilometer. Läuft super, aber was ich unterschätzt habe, meine Hände, es ist arschkalt. Wirklich arschkalt. Aber ich bin jetzt in Neuenkirchen. Ich glaube noch die Hälfte und nachher bin ich dort. Aber er ist jetzt so clever im Februar ohne Handschuhe. Oh, aber es ist gut, ein bisschen auf die Zähne beißen, tut gut. Bang, I made it. Und jetzt gehen wir schnell das Smart kaufen. Vincent, ja. Haben wir jetzt kommen den Spannend aus Coco und der, du hast einfach Green Smoothie. Der ist mit Äpfel, Kiwi, glaube ich. Oh, darf ich den? Ja. Ehrlich? Hey, danke für mich. Bist du extrem am Schauen auf die Ernährung? Aber heute habe ich noch einen Termin. Okay. Weißt du, Peter, vielleicht generell du starten. Also, ich bin jetzt hier in Sursee beim Adi angekommen. Und was machen wir jetzt genau heute, Adi? Also wir schauen jetzt, wie deine 20 Minuten aussehen bei uns am Business Schmiede Festival. Wir wollen ja möglichst... Wann findet das statt? 17. und 18. Mai 2024. Das ist schon ausgebucht. Noch nicht ganz, aber fast. Und wir schauen jetzt, wie der Peter seine 20 Minuten gestaltet, weil das muss ja möglichst unterhaltsam sein, aber auch Wissensvermittlung drin haben. Und das ist eine rechte Challenge, in 20 Minuten so auf den Punkt zu kommen. Das haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr schon gemerkt, oder? Mhm. Was ich mir schon überlegt habe, was jetzt eben so als Feedback war von vom letzten Talk, das letzte Mal eine in- und auswendig gelernt. Mhm. Wirklich so in. Mhm. Überall. Also ich habe jedes einzelne Wort gezeigt und ich habe es Wort für Wort gemacht. Und aus dem Grund habe ich so ein bisschen Feedback bekommen, es ist nicht genau ich halt gewesen, wie ich wäre. Hier einfach schauen, dass du möglichst so bist, wie du wirklich bist. Mhm. Weil weißt, wenn du dich vorstellst auf Verstellen, das war auch so etwas, das kommt sehen da, die Leute sehen das. Ich würde dir Folgendes empfehlen. Ich finde es gut, wenn du einfach so erzählst. Okay, super Meeting gehabt beim Adi. Und jetzt fahre ich heim. Hallo, immer mit aufnehmen. Ich zeige es euch im Warenlift. Es ist zu wertvoll, dass ich das irgendwo einfach hier an ein Gebäude herstelle. Das ist Romina. Romina, was machen wir heute? Wir gehen heute zusammen einkaufen, damit du nachher ein paar gute Sachen hast für deine nächsten Trainings. So sieht es aus. Und jetzt gehen wir.
Also ich denke, dass man wirklich für uns zum Morgen einkaufen kann. Mhm. Etwas, was zum Mittag gut kannst mal machen. Mhm. Aber auch noch etwas, zum Beispiel für zum Nacht, wenn du wirklich nicht kannst kochen. Einfach sagen, sozusagen, wenn mal so kalt ist, ist das auch dann etwas hast. Und du hast ja gesagt, du weißt gar nicht so, was vor dem Training oder nach dem Training direkt essen. Da habe ich gedacht, können wir irgendwie ein paar Snacks nehmen, die dort würde aber heute ist eigentlich auch so ein bisschen der passende Tag, weil ich heute komplett chaotisch einfach zwei Müsli gegessen, die ich eigentlich zum Morgen habe ich Migrolino eingekauft. Die habe ich gegessen, eine Banane und jetzt vorhin noch kurz so zwei Tortilla Wraps mit Nutella. Kann man machen. Was würdest du sagen, so ist schon in der suboptimalen? Ja, ist sicher nicht so ausgewogen, wenn das mal drin ist, sicher kein Problem, aber es dürfte noch ein paar mehr Sachen drin haben. Aber was machst du beruflich? Ich helfe sozusagen Leute, ihre Fitnessziele zu erreichen. Mhm. Also Personal... Genau, Personal Health Coaching. Personal Health Coaching. Wir machen den ersten Stopp. Genau, Früchte und Gemüse sind nämlich auch etwas, was du brauchst, weil du möglichst viel Nährstoff brauchst. Mhm. Und zwar macht es am meisten Sinn, möglichst saisonale zu nehmen, die am meisten Vitamine drin haben. Das, schau, Romina, das sind meine Favorites. Was sagst du denn? Würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen vor dem Training. Immer, wenn möglich, Vollkorn nehmen. Nicht so viel wieder die Seite. Ah, so viel besser. Die Seite. Wenn du gerne hast, kannst du noch irgendwie einen Leinsamen oder etwas drin tun. Ja. Reiswaffeln kannst du auch noch gut nehmen als Snack vor dem Training. Was haltest du für den? Haben die auch gute Omega-3 Fettsäuren? Ich glaube, ein bisschen weniger. Chips. Schwierig. Schwierig. Zum Geniessen ja, aber aus Grundnahrungsmitteln. Okay. Legen wir sie lieber wieder mal weg. Legen sie weg, genau. Dafür kannst du Salzstängel nehmen. Salzstängel. Und für nach dem Training noch so mal ein Schoppi sein. Das darfst du, wenn du so viel trainierst. Was heisst wie viel? Wie viel Schoppi? So ein Reihe am Tag ist kein Problem. Und dann wollte ich weiss. Wenn ich einen Schoggi auftue, der ist sie. Gut. Wir sind wieder zurück. Und wir gehen jetzt alle Mahlzeiten durch. Und zwar haben wir als erstes. Zum Morgen. Du brauchst ein bisschen Power für den Tag. Du hast gesagt, du isst gerne Müsli zum Morgen, wo du schon am Abend kannst vorbereiten kannst. Darum, Haferflöckchen. Macht sicher Sinn, wenn du darauf schaust, dass es eben Vollkorn sind, würde jetzt mehr Nährstoff drin. Das heisst, dein Körper ist noch besser versorgt, gerade als Biebsen. Alles gut. Dann, Nüsse. Du hast einerseits gute Fett drin, aber auch ein bisschen Protein. Und damit du auch ein bisschen zu Früchten und Vitaminen kommst, Äpfel, Orangen, am gescheitsten gerade das, was es so hat. Und Leinsamen? Leinsamen hast du auch noch mal zusätzliche Fettquellen drin und Protein. Darum hast du wie noch mal eine Quelle mehr. Zum Mittag. Was ist zum Mittag wichtig? Und zum Mittag ist wichtig, dass du wahrscheinlich auch wieder genug Kohlenhydrate, Protein und auch Fettquellen hast. Aber weil du gesagt hast, eben hektischer Alltag, so muss der Mittag manchmal auch schnell gehen. Dann kannst du zum Beispiel einfach einen One-Pot machen. Ja. Du kannst Gnocchi rein tun, dann hast du mal ein bisschen Kohlenhydrate, Planted, damit es natürlich auch noch ein bisschen Protein hat, gerade als Veggie, wo ich schauen muss, dass du genug kommst. Dann kannst du natürlich noch ein bisschen Gemüse rein tun. Du hast gerne Röseli kommen. Wahrscheinlich bist du einer der einzigen Menschen, der das Lieblingsgemüse beschreiben. Damit das Ganze nicht so trocken ist, du hast am besten noch ein bisschen Tomatensauce dran. Du kannst das alles in einer Pfanne ein bisschen rühren und noch ein bisschen würzen. Wenn du aber das Gefühl hast, doch noch etwas unverarbeiteter, sondern noch ein bisschen mehr Protein, kannst du natürlich auch schon Linsen rein tun, gerade wenn du irgendwie vom Vortag noch hast. Und kannst nachher auch alles in die gleichen Pfanne machen. Genau, ich glaube, das ist so ein Hauptding, dass du sicher immer darauf schaust, dass du eine Proteinquelle mindestens hast. Eine Kohlenhydratquelle auch immer und am besten auch noch eine Frucht oder eben ein Gemüse, das wie so von allen Sachen etwas abdeckt hast. Ja. Fett haben wir jetzt hier nicht, aber zum Beispiel Olivenöl oder Rapsöl noch, um das Ganze anbraten. So wie alles in einem. Gut, dann. Manchmal muss es ein bisschen sehr schnell gehen. Man hat keine Lust zum Kochen. Auch dann kann man eigentlich gute Nährstoffe zu sich nehmen. Zum Beispiel Vollkornbrot. Ja. Dann hast du nachher schon Kohlenhydratquellen. Aber nachher ist auch gleich wichtig, dass man noch zu Protein kommt. Sei es Hüttenkäse oder Hartkäse. Dort findest du auch. Hat natürlich auch genug Fett. Eier haben auch immer gute Proteine schon drin.
Genau, da hast du eigentlich ein bisschen Auswahl auch. Das heisst, vor dem Training darfst du Kohlenhydrate wirklich zuschlagen. Mhm. Sei es Biberli oder Leckerli, Trockenfrüchte, Blend, Salzplätzchen. Gerade auch, wenn wir vorhin gesagt haben, dass du durch das Schwitzen halt Salz verlierst. Und wie viel wirst du das, wie viel vor dem Training? Hey, ich würde sagen, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vorher. Ja. Es ist ja nicht eine Portion, wie es zum Mittag, wo du isst. Also ich esse aber schon viel. Wenn ich etwas auftue, dann ist es in der Regel schon ja, also weißt du, eins oder zwei Biberli ist kein Problem, aber jetzt wie nicht. Also das merkst du meistens ja selber, das mit Phoning im Magen nicht. Glykogenspeicher werden leer. Also Glykogen ist sozusagen... Während dem Training? Genau, die braucht sozusagen... Ja. Also das braucht, dein Körper braucht Kohlenhydrate. Das ist die Energie, die dein Körper dir bereitstellt, um deine Leistung zu erbringen. Ja. Und damit die noch mehr kannst auffüllen, weil die eigentlich gerade gebraucht werden, du hast am besten gerade vor dem Training noch ein bisschen Zucker, also ein bisschen Kohlenhydrate zu dir nehmen. Und auch nach dem Training darfst du nachher normal Kohlenhydrate essen. Mhm. Das heisst aber auch, nach dem Training macht es vielleicht eher Sinn, auch wieder so ein bisschen vollwertige Kohlenhydrate, also wieder Vollkornsachen oder Reis oder Herdöpfel zu essen. Mhm. Und vor dem Training, wenn du Energie wie schnell brauchst, eben so schnelle Kohlenhydrate. Mhm. Vielleicht so Süßigkeiten. Mhm. Hey, ich finde gerade in diesem Fall, es gehört auch dazu. Du brauchst Energie, du verbrennst so viel, dass du da Platz hast und es macht dir das Ganze nicht kaputt. Klar, wenn du jetzt zum Morgen schon Schokomüsli isst und nachher noch Nutella-Brötli und dann gibt es noch mal Geburtstagskuchen und ein Glas jetzt um die Nacht, dann kannst du darüber da fast streiten. Yeah. Aber es soll und darf auch Platz haben. Ist gut. Hey, danke für deine Zeit und deine Tipps. Okay, obwohl ich jetzt heute schon Velo gefahren bin, gehe ich jetzt gleich noch ins Gym. Und zwar trainiere ich jetzt noch bei. Richtig coole Session war vorher. Guten Morgen, oder besser gesagt, guten Tag, weil wir haben jetzt genau 12 Uhr. Ich habe noch brutal Muskelkater vom gestrigen Leg Day. Ich habe heute auch bis um 8 Uhr geschlafen, darum gehe ich jetzt erst über den Mittag ins Schwimmbad und mache mein Training. Für etwas mehr Fahrt ins Training reinbringen und vor allem für Kraft und Explosion. Einfach mal so, so wie ich gesagt habe. Und dann kannst du auch nachher, weißt, wenn du fertig geschwommen bist, kannst du es gleich wegnehmen und dann kannst du gleich volle Pulle. Das machen wir jetzt. Heute machen wir ein bisschen Sprint. Peter Bollinger. Das ist gut. Vorbereitet zum Ironman. Schwimmt er zurück und dann tut er 25 Meter mit Flosse volle Pulle schwimmen. Bis zum geht nicht mehr. Ich glaube 7, ja. Oder 6? So ein anstrengendes Training habe ich noch nie gemacht. Ja, jetzt kannst du schwimmen, was du willst. Ich tu dir da hinlegen, aber ich bin noch da. Danke dir, vielmals. Also du kannst auch länger noch bleiben, wenn du willst. Einfach du noch ein bisschen. Oh mein Gott, was für ein Training. Das habe ich jetzt nicht vorausgesehen. Matej hat mir zwar noch geschrieben, dass er heute da ist und er hat mir so geschrieben, er hat noch eine kleine Überraschung für mich. Aber dass das so ein Explosivtraining ist, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Hat richtig Spass gemacht, mal etwas anderes. Und ich bin am Arsch. Guten Morgen, wir haben Freitag und ich habe heute hure Lust auf ein salziges zum Morgen. Obwohl ich mein Müsli ready habe. Mega fein, aber immer noch ungewohnt zum Morgen zu essen. Okay, das Kaffee nehme ich jetzt gleich auch noch. Darf natürlich nicht fehlen. A
Also wir haben jetzt 12 ab 12 Uhr. Und weil ich jetzt zum Morgen salzig gegessen habe, ist jetzt noch das Müsli, das ich mir gestern Abend parat gemacht habe. Und zwar jetzt noch ein Major Update gegeben. Schaut euch mal das an. Das habe ich gestern gezaubert. 5 Minuten gegangen. Ups. Ein Morgenmüsli à la Romina. Und zwar habe ich Orangen drin, Nüsse drin, Haferflocken, Leinsamen, Chiasamen, eine Banane und Mandelmilch. Hä? Brutal, nicht? Und jetzt noch ein Honig drüber. Das wird jetzt zu einem Cooking Channel hier. Gym. Heute Abend steht noch ein Leg Day an, plus 45 Minuten auf dem Velo. Ich habe wieder mal ein Nextbike genommen, um ins Gym zu gehen auf Luzern. Ich finde es immer so lustig, weil ich bin wahrscheinlich die einzige Ironman präparierende Person, die mit Nextbike unterwegs ist. Aber damals hat das Velo. Was ich mir gerade noch überlegt habe, eigentlich sollte ich da das die Fahrt immer auf Luzern. Sollte ich eigentlich auch im Strava tracken. Aber es ist eigentlich immer ein gutes Warm-up. Kurzes Update aus dem Training. Ich habe gerade vorhin angefangen zu trainieren. Super aufgewärmt. Ich habe ein paar Mobility-Übungen gemacht. Nachher habe ich angefangen mit Deadlifts. Und ich habe vor 2 Tagen am Mittwoch schon eigentlich fast bei allen Übungen so einen neuen PR gemacht. Und bin übelst heftige Muskelkater schon gehabt. Aber gleich habe ich Deadlifts gemacht. Das ist noch einigermaßen gut gegangen. Nachher bei den Squats habe ich so brutale Probleme gehabt. Ich bin nicht mal ganz... Also ich habe nicht unter 45 Grad gehen und habe ein brutales Stechen so am Ansatz des Muskels rundherum gehabt. Und ich habe jetzt nachher dem Stefan angerufen, so wie ein Schüler, der anruft, wenn er im Lehrer muss sagen, er ist krank oder so. Und habe gesagt, ey, ich habe brutale Schmerzen. Ich kann das Training durchziehen, aber es tut brutal weh. Und er hat gesagt, es macht keinen Sinn, natürlich, so wie der Stefan immer sagt, es macht keinen Sinn, bricht das Ring ab. Es spielt überhaupt keine Rolle, du verlierst gar nichts und so. Aber ich habe das Training abgebrochen, also ich habe Squats und Front Squats nicht gemacht. Und er hat aber gesagt so, ey, geh mal zu einem Physio, was das Problem ist, geh klären. Und also falls jetzt irgendein Physio dazu schaut, Sportphysio, der vielleicht eine Solution hat oder Zeit und Lust hat auf eine Behandlung, schreibt mir unbedingt auf Insta. Ja, es sackt ein bisschen, aber ich habe einfach die, noch 3 Sessions Bauch gemacht und jetzt bin ich auf dem Velo für 45 Minuten. Das geht eigentlich recht gut. Ich weiß nicht, was es ist, weil es geht dann halt schon einmal wieder weg. Es ist, ich weiß nicht, ob es Muskelkater ist, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen, vielleicht irgendwie, dass ich nicht so gut gestretcht bin oder so. Und es dann halt, wenn ich so am Max-Gewicht bin, ja, total zärtlich. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir sind gerade im Spa gewesen. Das ist ein kleines Nutrition-Update. Romina, bitte schnell wegschauen. Was meinst du, Nick? Ist gut. Marco, dieser Rüebli war auch gut. Ja, Marco, der Marco ist nichts und hat ein Rüebli gegessen. Guten Morgen, wir haben heute Samstagmorgen. Ich habe heute auf die 12 in Zürich. Wir haben jetzt 8:30 Uhr. Ich habe ein Meeting. Ich habe einfach mich zum Lunch verabredet. Und ich hatte die geniale Idee gehabt. Ich gehe mit dem Velo. So kann ich eigentlich gerade das Training, das ich habe, kombinieren mit dem, was ich mal auf Zürich fahre mit dem Velo. Und dann habe ich dort Lunch, dann fahre ich wieder heim und dann habe ich ein Schwimmtraining. Oder Schatz? Was? Das ist eine geniale Idee mit dem Velo auf Zürich. Super, ja. Ich weiß einfach nicht, zu Zürich muss ich es dann wahrscheinlich ins Rest nehmen. Okay, ich bin jetzt im Zug. Ich bin auch vor 50 Minuten gefahren. Ich bin eigentlich gut on time, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir die Zeit berechnet habe. Ich denke schon. Zwei Sachen sind heute anders. Ich habe es geschafft, meine Brille Gläser zu wechseln. Richtig geil. Das jetzt haben wir unbedingt gebraucht. Und das Zweite, ganz Wichtige, seht ihr zwar nicht, ich habe heute einfach keine Unterhosen an. Probier es heute mal ohne Unterhosen. Okay, unvorhersehbarer Zwischenfall. Da kann es regnen. Jetzt war flotsch nass. Ich bin noch gespannt aufs Essen. Also. Aber sonst ist es eigentlich ziemlich warm, also geht tiptop. Bam, I made it. Ich bin 40 Minuten zu früh. Dafür bin ich flotsch nass. Ja, mal schauen, ob sie mich so ins Restaurant reinlassen. Aber ich habe es geschafft.
erste Mal bei Regen Velo gefahren. Ah, und ich habe noch das Trinken vergessen und bin mir ein Getaway kaufen. Geil, hat tiptop geklappt. Ich konnte sogar mein Velo mit reinnehmen. Und wir haben noch ein nice Selfie gemacht. Ich bin mit dem Ellen essen. Richtig, richtig inspirierend. Mittagessen war. Und jetzt geht's heim. Ich gehe mit dem Zug heim, weil ich habe noch Schwimmtraining und ich muss schauen, dass ich pünktlich wieder in Luzern bin. Wow, das war eine schnelle Session. Ich habe jetzt nicht irgendwie ein spezielles Training gemacht, ich habe einfach 1 Kilometer normal gekrault, dann 1 Kilometer mit Poolboy und mit Pedals und dann 1 Kilometer noch mit Flossen. Ich habe vor allem so ein bisschen probiert, auf Technik zu schauen. Guten Morgen, wir haben Sonntag. Heute ist der letzte Tag, wo Trainings ansteht. Und das Training für heute sind 2 Trainings auf dem Programm. No? Und zwar, eins ist offensichtlich Velofahren. Darum bin ich auch schon angelegt zum Velofahren. Und meine super Frisur heute. Erstes Training Nummer 1, 1,5 Stunden Radfahren. GA1 mit 90 bis 100 Umdrehungen, alle 15 Minuten, 1 Minute. Schwerer Widerstand an ca. 50 Umdrehungen pro Minute. Draußen mit Velo. Ich wünsche dir schönes Wetter. Wenn es aber regnet, dann ist es so. Am Wettkampf kann es auch regnen. Makes sense. Und nachher wäre noch 1 Stunde Joggen drauf. GA1, alle 20 Minuten, ca. 10 Sekunden Steigungslauf. Dort mache ich eine kleine Anpassung, weil wir gehen auf die 4, gehen wir noch Pedal spielen. Ich nehme an, das zählt auch als Joggen. Bei euch habe ich übrigens auch wieder etwas gelernt, dass man zum Beispiel die Brille über die Bändel vom Helm anlegt und nicht drunter, dass wenn irgendein Crash hat oder irgendein Unfall, dass sie wegspickt und irgendwie hängen bleibt und irgendwo dann draufdrückt, wo sie nicht draufdrücken soll. Danke für eure kontinuierlichen Verbesserungskommentare. Bringt mir wirklich viel. Also, wir sehen uns das. Okidoki, das war von meiner Velofahrt. Knapp 1,5 Stunden, nicht ganz. Wir bis auf Mecca und wieder zurück. Das Wetter war jetzt nicht so prickelnd, aber scheisse war zum Fahren. Okay, letzter Stopp für heute. Runde Pedal mit den Boys. Was geht? Aber das Lamm hat immer noch Kopf aufgerüstet. Ja, ist gut. Okay, das war es. Wir sind gut besser spielen und noch schnell ins Bad. Noch einmal. Und das ist das Ende von diesem Video. Also, das heisst, wir sehen uns in der nächsten Woche. See you!